Freunde! Hallo! Hallo! So, jetzt haben wir nur noch 400 Höhenmeter. Jetzt sind wir auf 2,3 und auf 2,450 oder müssen wir rauf, ne? Ja. Ja. Heute Schienentag. Sau geil. Ja. Jetzt laufen wir weiter. Ja, jetzt wartet das Vespa auf uns. Jetzt haben wir gerade ein Bianti gegessen. Auf Russisch heißt das so, gell? Oder? Ein großer Bianti. Große Bianti-Blät haben wir gegessen. Da haben wir die Energie der Kokosnuss. Genau, Kokosnuss und Schokolade. Schokolade! Schokolade! Und jetzt gehen wir auf Hütte Blenis essen. Bruder, weißt du noch früher auf Universität, da hast du uns immer Blenis gemacht. Mit dicke Hefe und viel, viel saure Sahne. Die waren grauenhaft. So, jetzt Survival-Technik, Berg-Rules-Mode aktivieren. Berg-Rules! Jetzt geht's ums Überleben. Ja! Berg-Rules! Leute, wir sind in eine absolute Scheißsituation reingeraten. Schaut mal, wie neblig sie ist. Man sieht kaum noch die nächste Markierung, wo es weitergeht. Es regnet Zift, vorhin hat es schon gedonnert. Wir müssen jetzt gucken, dass wir schnell auf die Hütte kommen, bevor wir hier irgendwo... Ja. Komm, komm schnell. Ja. Man musste ja irgendwie so einen Bogen machen und wir dachten, wir laufen direkt durch Mardor durch oder so, dass wir nochmal unser Wasser irgendwo öffnen können. Und dann war schon der Berg zum Mem in der Hütte und haben uns gedacht, scheiße, das haben wir hatten zwar noch eine Dreiviertelflasche, dann haben wir so einen Brand bekommen von diesem scharfen Zeug, dass wir alle zwei Minuten am Liter unsere Wasserflasche rausgerissen hätten und das getrunken und wir hatten noch die 3 Stunden hoch. Ne? Und dann wir wollten eigentlich viel mehr Pausen machen, dass wir diese 3 Stunden nach dem langen Tag noch so da hochgefäßt, weil wir einfach nur so Durst hatten. Das wäre echt, wir sind erstmal hin, bevor wir eingecheckt haben, haben wir uns eine große Johannisbeersaftscholle und dann schaut er uns an und wir... So. Heute gibt es wieder Diät. Schaut mal. Topfenstrudel mit Vanillesoße. Und was hast du, Marci? Zeig mal. Was? Oh, furchtbar. Mensch Leute, kennt ihr den Polarexpress? Den Polarglamper. Den Polarglamper. So, zeig mal, was du kannst. So,
So, und los geht's. Nimm mal die Kamera. Ja, meine Lieben, schaut mal, wir sind jetzt gerade in Sölden an der Bahn hier und von ganz da oben sind wir runtergerutscht. Kein Witz, ihr habt ja nur einen kleinen Teil gesehen. Wir sind ein bisschen gerade gelaufen und dann den netten restlichen Teil runter. Das war ein Spaß, sage ich euch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier gerade an der Geislachalm, da haben wir übernachtet und heute geht es nach Wendt. Freunde, heute gab es eine nicht geplante Wendung im Spiel. Wir sind heute abgestiegen von der, wie heißt der, Geislachalm. Der Marci hatte sehr starke Knieschmerzen, konnte nicht weiterlaufen. Und dann sind wir mit dem Bus dann bis nach Sölden gefahren, haben wir erstmal im Jan-Ulrich-Geschäft Doping geholt fürs Knie, also was zum Einschmieren bei der Apotheke. Und wir sind jetzt gerade in Wendt, da sind wir jetzt mit dem Bus dann weitergefahren. Marci ist gerade in der Pension, schmiert sich fleißig das Knie ein in der Pension, dass er morgen wieder fit ist. Morgen steht er die letzte Etappe an. Morgen haben wir knackig nochmal, ich glaube 13, 14 oder sogar 1500 Höhenmeter, ich weiß nicht genau. Ja, nochmal bis zur Alm rauf und dann geht es dann bis zum Vernagter Stausee und dann ist die Alpenüberquerung zu Ende. Ich nutze jetzt noch ein bisschen die Zeit, die ich habe und teste jetzt mal ein bisschen so die Sesselbahn, ja, um so ein bisschen raufzufahren auf den Berg, dass ich wenigstens heute auch noch einen Gipfel gemacht habe. Wird mir da oben erstmal was für die Figuren, ein Stück Kuchen und vielleicht noch einen Enzian-Schnaps. Ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall wieder tippitoppi Panorama hier. Also ich muss ehrlich sagen, hätten wir jeden Gipfel so machen können jetzt mit der Sesselbahn oder mit dem Sessellift, dann wäre das ja viel entspannter gewesen, ne? Ja. So wäre das locker easy gewesen. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute Abend werden wir noch ein bisschen was essen gehen
und morgen dann weiter. Den Buschpirat gucken mit Fritz zusammen. Wie geht's deinem Knie? Das sehen wir morgen bei 1500 Meter Aufstieg. So, jetzt gucken wir mal dem Atze und dem Fritz Meinecke zu, wie man es mit dem Essen draußen beim Buschkraften nicht macht. So, Marci, was gibt's heute? Pizza. Wir müssen uns eingewöhnen für morgen. Ja, na dann. Heute gibt es die Diätportion. Moment, ich gehe einmal kurz lang an meiner Calzone. Ja, jetzt schnell mach aus. Ich hab richtig Bock. Mach schnell aus. Seht ihr das? Der Himmel weint. Wenn wir morgen abhauen. So ist es, ne? Ja, geht schnell rum. Marci ist auch schon ganz traurig. Der zieht sich die Kapuze runter. Und dein Knie ist auch traurig, oder? Mein Knie ist schon seit Tagen traurig. Dein Knie sagt schon seit Tagen, hör auf mit dem Scheiß. Dein Knie sagt, fick dich, Brudi. Genau. Ja, wir waren es gerade schön essen. Wo waren wir? Im Hotel Bergwelt Pizza essen. Wir haben die Pizza vorgezogen. Und wir wollten mal was echtes österreichisches essen. Wir haben gedacht, gibt's Pizza heute. Ja, heute geht's wieder früh ins Bett, wie immer. Und morgen früh um 6 laufen wir los, dass wir rechtzeitig noch ankommen. In diesem Sinne sehen wir uns morgen. Gut, Rechte. Freunde, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heute steht der letzte Tag an. Wir haben heute... genau 18,3 Kilometer. 12,76 rauf, 14,86 runter. In 7 Stunden, 7 Minuten. Ja, wir machen es natürlich in 4, ist ja klar, oder Marci? Weißt du, was ich sagen? Ja, und ohne Bus. Und ohne Bus? Ja, Marcis Knie geht's halt besser. Gerade gemacht, getrunken Saft Spezial von, wie heißt diese Enzian zum Frühstück. Und jetzt ist alles gut. Spaß beiseite, jetzt beißen wir nochmal, letzte Etappe, gehen wir nochmal. Feier! Thank you.